Thank you.
Meter verschieben, was jetzt gelebt werden möchte. Mitten im Leben, vom Dunkeln zum Licht, vom Schmerz zur Heilung, vom Konflikt zum Frieden. Endlich sein dürfen, die Kunst des Sterbens einüben, Tränen fließen lassen, glücklich mitfühlend sein. Angesichts des Sterbens intensivstes Leben erfahren, angehört zu einer Dankbarkeit, die Zeit und Ewigkeit verbindet. Endlich sein dürfen, im Leben und im Sterben hineingeboren werden, ins Göttliche werden. Dankeschön. Gönne dir Verschnaufpausen, lass dich nicht leben, hol dir immer wieder, was du zum Leben brauchst. Genieße dein Leben, schütze zu deiner Kraft, freue dich an der Schönheit, trotz Gold, was du mir entdeckt, deine Lebensfreude, Freude, Einsam, für Naturwohl, für Tierwohl, für mich jetzt deine Augen sehen, für meine genussvolle Männer, für Schöpfheit, dein Haus, dein Acht, tief, ein Traum. Siehst du denn aus? Beim Spiegel angeguckt?
sollst du haben? Guck dich doch mal an. Ich weiß ja nicht. Strafe.
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Ach, was für ein beschissener Tag. Aufgestanden, von meiner Mutter grundlos angeschrien. Auf dem Schulweg fast vom Auto angefahren. In der Schule als Emo-Stampe beleidigt. Zu Hause schreit mich mein Stiefvater wieder ohne Grund an. Aber nun endlich, alleine ohne Stress, in mein Zimmer. Die nerven vielleicht. Scheiß Ausländer, verpisst euch aus unserem Land! Was hast du denn für ein Problem? Krieg dich mal ab, wir spielen doch nur. Was können wir denn dafür, dass du so eine schlechte Laune hast? Ey, stresst mich jetzt nicht auch noch. Was mache ich eigentlich hier? Beleidige grundlos Ausländer. Ich bin mies drauf, war wieder einer dieser Scheißtage. Eigentlich können die doch nichts dafür. Scheißspruch von mir. Ich gehe mal lieber an die frische Luft. Hier drehe ich gleich doch durch. Ey Leute, sorry für eben, war echt blöde. Richtiger Allmann. Ehrlich so. Lass sie doch in Ruhe. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. They finally come true. Alter, wer hört denn so eine Kackmusik? Geht doch alle sterben. Ich hab's gleich. Der geht nach dem Konzert bestimmt nach Hause zu seiner Mami und heult erstmal, weil er ein kleines Opfer ist. Besseres ab. Der ist froh, wenn irgendwer ihn mag. Leute, seid mal ein bisschen netter. Habt doch Mitleid mit dem armen Schwein, seine Hure von Mutter hat ihn bestimmt dazu gezwungen. Ja, oder halt die Fotze neben ihm. Die Welt wäre besser ohne euch dran. Spasten. Was ein Lauch. Wenn der Kerl mir mal auf der Straße begegnet, kriegt er eine ordentliche Runde Prügel.
Halt endlich dein Kackmaul, du dreckige Fotze. Du singst Scheiße. Alter, was ist denn hier schon wieder für eine Hassrede am Gange? Ich mein, ihr müsst euch das Video ja nicht angucken, wenn ihr es scheiße findet. Lol, ich kann schreiben, was ich will, du Fotze. Schon mal Artikel 19 der Menschenrechte gelesen. Man wird ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen. Aber wirklich, Digga, ist doch deren Schuld, wenn sie so ein behindertes Video auf YouTube stellen. Genau muss man halt mit rechnen, wenn man so fett, hässlich und schwul ist. Die Kommentarfunktion für dieses Video wurde deaktiviert. Thank you.
Eines Abends auf dem Flur des Flüchtlingsheims. Sarah und Ikram spielen mit ihren Freunden. Sie lachen und schreien. Mit dem Ausgang des Abends hat kein Kind gerechnet. Tick, du bist dran, Sarah. Nein, du bist dran. Nein, du bist dran. Kann ich mitspielen? Nein, kannst du nicht. Du bist wieso nicht? Immer. Aber wieso nicht? Ja, weil du nicht mitspielen kannst. Ja, aber ich bin besser als euch. Ja, okay, dann spiel mit. Ja, Tick, du bist dran, Schatz. Tick, nein, du bist dran. Nein, du bist dran. Nein, du bist dran. Nein, du bist dran. Nein, hallo. Nein, du bist dran. Du bist dran. Ich hab euch beide getickt. Nein. Ich hab euch doch getickt. Nein, doch nicht. Getickt. Okay, Maria, du bist dran. Tick! Du bist dran! Lass was anderes spielen! Hey, was sollen wir spielen außer Ticker? Lass Verstecker spielen! Okay, das ist aber noch lauter, aber scheiß drauf! Ja! Okay! Ich zähle! Eins, zwei, drei! Ruhe! Könnt ihr nicht mal leise sein? Ihr seid doch nicht normal! Benimmt euch wie normale Kinder! Wir dürfen doch noch spielen! Ist doch gar nicht 10 Uhr! Wenn ihr nicht leise seid, gibt's Schläge! Maria, du bist dran. Darf ich mitspielen? Bitte. Ja, ist okay. Langweilig. Nur eine Chance. Ja. Aber vielleicht sollten wir leise sein. Ja, okay. Vielleicht kommt er wirklich wieder. Nein, scheiß auf ihn. Ja, aber er ist älter als uns. Er kann uns wirklich schlagen. Egal. Das ist normal. Wie, das ist normal? Komm, lass jetzt weiterspielen. Okay, du bist dran. Schön. Nein. Okay, ich bin dran. Du bist dran. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt leise sein? Was willst du denn? Du bist nicht mein Vater. Wie redest du mit mir? Hast du keinen Respekt vor Erwachsenen? Baba, der hat mich geschlagen! Baba! Warum hast du mein Kind geschlagen? Hat der keine Erziehung? Der ist respektlos. Das ist doch normal für euch, du Moslem. Du Teufelsanbeter, du hast ja nicht mein eigenes Land. Was ist denn hier los? Ab in euer Zimmer! Und
deiner Jesiden-Freundin will ich dich nicht mehr zusammen sehen. Aber wieso denn, Baba? Sie hat doch gar nichts getan. Du machst, was ich dir sage. Manche Freundschaften der Gegenwart werden bedroht durch die Feindschaften der Vergangenheit. Trotz der besonderen Freundschaft zwischen Sarah und Ikram schafften es ihre Väter nicht, ihre Hass zu überwinden. Die Differenz aufgrund von Religion und Herkunft müssen überwunden werden. Schon wieder dunkel, viel zu spät. Wann werde ich lernen, wie es geht, wenn die ganze Stadt schläft, draußen nicht mehr herumgehen zu müssen und dabei nicht zu wissen, wer den gleichen Weg einschlägt und mir begegnet. Der späten Stunde Lärms überdrüssig machte ich mich der Geselligkeit flüssig. Unter reflektierendem Mondestein suchte ich den Heimweg, still und allein. Durch des Lebenselixiers Effekt schummrig ist mir bang, schreite ich kindlichen Fußes des Stadtesgassen entlang. Wieder mal zu spät, es mich langsam dünkt, doch des Trunkes Zauber meine Schritte mir verjüngt. Schallendes Gelächter, Tanz und Freud, ich hör's noch, als wär ich dort. Musik in den Ohren, die mich nun trägt hinfort. Vorne zwei, hinter mir einer. Offener Blick, aber kein Kontakt. Bemerkt hat mich keiner, hoffentlich. Denn lange Hose, den Pulli hoch, geschlossen, Kapuze wäre zur Not, ja auch noch da. Warme Nacht in warmer Kleidung, das Ziel für Blicke unsichtbar. Hüpfenden Schrittes in das Gefährt geschwungen, bei der Platzwahl nicht lang gerungen. Sorglos von der Musik begleitet, lauschend, in der schnatternden Kutsche durch die Nacht rauschend. Gestalten treten ein, treten aus, verstohlene Augen, die Gunst der Stunde suchend. Blicke, spitz wie eine Maus, doch der meine nur vergnügt dem Nachthimmel begegnend. Und doch dreht er sich um. Zu wem? Zu mir? Was denkt er, wenn er mich mustert? Was will er von mir? Laternenlichter fliegen vorbei, will sie einfangen mit festem Blick. Doch die Nerven kitzeln meine verkrampften Lider dabei, die nun zucken. Und verraten mich. Hallo Liebling, ja, zu Hause bin ich gleich. Der Weg von der Haltestelle ist ja nicht weit. Du kommst mir entgegen? Danke, sehr lieb. Dann treffen wir uns auf dem Weg. Könnte ich laut sprechen in das Telefon mit leerem Akku an meinem Ohr. Aber ich trau mich nicht, denn im leisen Bus wäre ich dann nicht mehr unsichtbar. Still ist die Nacht im Schein des Mondes. Genussvoll wirkt sie auf meine Seele ein. Der Frieden, die Ruhe, nirgends möchte ich lieber sein. Das Himmelsgewölbe auf mich niederdrückt, atemringend erzittert vor seiner Pracht. Mit der Kraft des Atlas bestückt, mein Geiste erfüllt, ganz sacht. Mein Körper gespannt, die Achseln nun feucht, kram ich raus, was für mich der Sicherheit gleicht. Bereitschaft ist der Schlüssel, in meiner Hand, zwischen meinen Fingern für den Fall eines Kampfs. In 5 Minuten werde ich zu Hause sein. Atme aus, atme ein. Spreche ich mir wie ein Mantra vor. Und sobald sich öffnet das Tor, springe ich auf und raus in die warme Nacht hinein. Die Zeit schreitet immer zu. Erhabene Momente von Musik umsäumt. Eine Reise in Sinnlichkeit verträumt, neigt sie sich dem Ende zu. Auf dem Wege noch ein letzter Blick gewährend, schreite ich gen Bette ein. Die Sterne den Pfad mir weisend, für mich keine Sorgen in ihrem Schein.
Hi, wie geht's dir? Hi. Ja, ganz gut. Und dir? Mir auch. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Was machst du so? Ja. Ich wollte gerade kochen. Und zwar wollte ich dich nach deinem Nudelsalatrezept fragen. Du hast doch letztens so einen leckeren gemacht. Magst du mir das eben geben? Ja, natürlich. Ich glaube, für uns hatte ich so ungefähr eine halbe Nudelpackung benutzt. Mhm. Und bei der Soße, das mache ich immer ein bisschen nach Gefühl. Dafür habe ich kein perfektes Rezept irgendwie. Und dann nehme ich erstmal Joghurt, Naturjoghurt. Und ungefähr ein Viertel davon, von der Menge, nehme ich nochmal Mayo dazu. Hallo, ist da die Polizei? Ja, meine Freundin braucht Hilfe. Sie hat das Handzeichen für häusliche Gewalt gezeigt in einem Videochat. Können Sie mir da helfen? Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist ihr Mann, aber ich weiß es nicht genau. Thank you.
können sie frei, wer kann sie erraten? Die ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Die CDU ist zum größten Risiko für die deutsche Sicherheitspolitik geworden. Ich habe halt das Gefühl, dass so unsere Zukunft, das Leben, was vielleicht auch noch meine Kinder haben werden, von den Leuten, die im Moment das Sagen haben, mit Füßen getreten wird. Und das will ich nicht mehr. Vergessen wir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr. Frauenstimmen sind halt einfach nervig. Keine Haltung, fette Sau, ekelhafte Fotze. Naja, vielleicht fickt sie ja gut. Dazu braucht man schließlich kein Gehirn. Ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Und das wissen Sie, da guckt man in die Bibel rein, was diese Frau macht. Die hat einen Bezug zur geschichtlichen Isabel, wenn man die Bibel kennt. Dann geben diese kleinen Pisser auch noch damit an, dass sie von Coldplay Fix You gecovert haben, wo ich sage, das ist Gotteslästerung. Das verkennen Sie, dass die Meinungsfreiheit natürlich auch Grenzen hat, so wie alle anderen Grundrechte auch. Nämlich in den Grundrechten der anderen. Im Recht der persönlichen Ehre, das jedem zusteht, der an Diskussionen teilhat. Und die Grenzen im Strafrecht. Thank you.
Assalamu alaikum, Brüder und Schwestern, angekommen im Wind-Wind-Westen. Hebt eure Köpfe, schaut über die Grenzen, alles ist begrenzt, selbst die Intelligenz. Assalamu alaikum, Brüder und Schwestern, viele können nicht hier sein, im weiten, weiten Westen. Der Antrag ging verloren, der Antrag kam nie an, ein Kind ist gestrandet, ohne Namen, ohne Land. Wir sind wertlos, der Pass uns am Wert lieb, braucht mal ein Visa, mal ein Aufenthaltskärtchen. Sind so viel wert, wie der Geldbeutel schwer ist, gib mir das Visa und ein Aufenthaltskärtchen. Wir sind wertlos, der Pass uns am Wert lieb, braucht mal ein Visa, mal ein Aufenthaltskärtchen. Sind so viel wert, wie der Geldbeutel schwer ist, gib mir das Visa und ein Aufenthaltskärtchen. Und alle singen so, alle singen so, alle singen so, Asyl, und alle klingen so. People say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast. People say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast.
and let the speed of light like a bullet. I could be there by the morning. I can't call it, so I ain't got no time. Wait, wait out. I've been down and out for too long, and I ain't got too many options. Too fast, live too fast, ain't no such thing as too fast. People say I drive too fast, move too fast, live too fast, ain't no such thing as too fast. Still alive, but my heart broke. I could be dead by tomorrow. I'm proud to look for you, I hope you're hurting.